Die Costa della Luz, die Küste des Lichts, trägt ihren Namen wohl zurecht. Denn egal ob am kilometerlangen Atlantikstrand, in den unzähligen Pinienhainen oder auf den diversen Golfplätzen der Region, dieses Licht hier ist gut für die Seele. Ausgangspunkt für unsere Golftour ist der beliebte Ferienort Punta Umbria in der Provinz Huelva, Andalusien, und wir starten auch gleich mit Golf. Wenige Autominuten von Punta Umbria befinden sich gleich zwei Golfplätze in unmittelbarer Nähe, La Monacia und Bella Vista. La Monacia wurde im Jahr 2005 eröffnet und von keinem geringeren als der spanischen Golferlegende José María Olazábal designt. Der Par 72-Kurs ist sehr flach, an den Fairway-Rändern nach amerikanischem Muster vielfach kupiert und von Schirmpinien umsäumt. Die Fairways sind teilweise relativ eng und da kann es schon mal passieren, dass der Flight zum Suchtrupp wird. Die Störche, die über den Platz kreisen, suchen etwas anderes, nämlich Nahrung für sich und ihren Nachwuchs. Die imposanten Vögel haben sich auf zahlreichen Strommasten in der Umgebung häuslich eingerichtet. Am Golfplatz Bella Vista wiederum fühlt sich offensichtlich der Wiedehopf recht wohl, nimmt genüsslich ein Sandbad und lässt sich von einem Golfer nicht weiter stören. Warum auch? Der hat ja mit sich und dem Golfball genug zu tun. Bella Vista wurde 1916 von britischen Kupferminenbetreibern erbaut, ist somit einer der ältesten Golfclubs Spaniens, was man ihm auch anmerkt. Er ist leider nicht das Gelbe vom Ei. Der Spielfreude sollte das allerdings keinen Abbruch tun, denn als Mitteleuropäer muss man ja froh sein, Winterdomizile vorzufinden, an denen man seinem Hobby nachkommen kann. Ausgangspunkte für unsere Golfexkursionen waren die Apartamentos Costa Luz, die golfstrategisch sehr günstig liegen. Die Apartamentos Costa Luz sind in Punta Umbria und Ayamonte. Unsere Apartamentos und Sonne hier in Spanien sind perfekt für Golfer, die auch im Winter spielen möchten. Die Apartments eignen sich sowohl für einen Kurzaufenthalt von einer oder zwei Wochen, haben aber auch sehr attraktive Angebote für Langzeiturlauber, egal ob Golfer oder Nicht-Golfer. Bienvenidos, wir erwarten euch. Egal wie lange man hier bleibt, ein Ausflug ins Landesinnere lohnt sich allemal. Wir hatten das Vergnügen, die in den Bergwäldern um Aracena beheimateten Schweine zu besuchen, die als Fleischlieferant für den weltbekannten spanischen Rohschinken, den Jamón Jabugo, fungieren. Ja, hallo, ich bin Manuel. Ich befinde mich hier auf unserer kleinen Farm mit unseren wildlebenden iberischen Schweinen, wie die hier hinter uns sehen können. Das sind noch kleine Tiere, 4-5 Monate alt. Die werden aber noch in den nächsten 1,5 Jahren noch richtig was auf die Rippen bekommen. Die werden so um die 200 Kilo und die werden hauptsächlich mit Eicheln gemastet. Die essen sie dann in der Saison von so Oktober bis halt Februar, haben die von den ganzen Bäumen, die hier hinter mir sehen, die Eicheln. Bei einer Führung durch die Produktion erfährt man unter anderem über die strengen Qualitätskriterien und Kontrollen sowie über die besonders lange Lagerzeit von 24 Monaten. Zuerst in Salz gelagert, dann in klimatisierten Räumen und schließlich noch im hauseigenen Keller in der sogenannten Bodega bei natürlicher Klimatisierung. Erst dann darf der Jamón zur Freude der Konsumenten in den Verkauf. Wir bleiben noch ein bisschen im verschlafenen Örtchen Aracena, wo sich in einer kleinen Seitengasse überraschenderweise ein vom Guide Michelin ausgezeichnetes und sehr romantisches Restaurant befindet. Küchenchef Luis Mi López kreiert hier seine ganz speziellen Gerichte mit Produkten aus der Region und Nouvelle Cuisine Charakter. Das Restaurant ist noch ein Geheimtipp, auf jeden Fall aber ein Platz zum Genießen und Verweilen. Für uns heißt es aber weiter zum nächsten Schau- bzw. Golfplatz. Jetzt in bzw. um Ayamonte zeigen wir zunächst den Golfplatz Costa Esuri.
Wie auch auf anderen Plätzen ist um diese Jahreszeit der Wind ständiger Begleiter. Und speziell auf den Front 9, die sehr flach und weitläufig sind, hat man das Gefühl, sich auf einem schottischen Linkskurs zu befinden. Nächster Tag, nächster Golfplatz. Diesmal auf portugiesischer Seite. Von Ayamonte geht's über die 666 Meter lange spektakuläre Schrägseilbrücke über den Guadiana-Fluss nach Castro Marim bzw. zum Golfplatz Quinta do Vale. Der Signature-Kurs wurde im Jahr 2005 von einer weiteren spanischen Golflegende designt, Sebastiano Ballesteros. Auf 75 Hektar wurde der Kurs behutsam in die Landschaft integriert. Hänge, Kuppen und sonstige Geländegegebenheiten wurden dabei ziemlich naturbelassen, was dem Platz einen ganz eigenen und sehr sympathischen Charakter verleiht. Vor allem der ambitionierte Spieler wird hier seine helle Freude haben, denn die erwähnten Hanglagen stellen schon eine Herausforderung dar. Natürlich ist auch hier der Wind wieder mit von der Partie. Breite Fairways und lange Runs kommen auch dem Anfänger zugute, aber Achtung, Wasser ist fast überall eine Gefahr. Und da sind sie wieder, die unermüdlich nach Nahrung suchenden Störche. Auf der Rückfahrt nach Punta Umbria noch ein Zwischenstopp im Küstenstädtchen Ayamonte mit seinen schmalen Gassen und typischer Architektur und dann nochmal mehr Luft schnuppern und Abendessen in einem der zahlreichen Strandrestaurants, die hierzulande Chiringuito genannt werden. Eine Woche ist schnell vorbei, zu schnell, aber Sie haben ja hoffentlich die Möglichkeit auf einen Langzeitaufenthalt an der Costa de la Luz. Schönen Aufenthalt und schönes Spiel.